Und hey zusammen, es ist jetzt der Weekly Reset gewesen und es gab die letzte Story-Mission von dieser Season, endlich. Savatuns Ritual wurde durchgeführt und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal alles an. Ich habe alles aufgenommen, die Mission. Ja, lehnt euch zurück, genießt es und wir sehen uns nochmal am Ende. Sobald ihr im Quell angekommen seid, werdet ihr mit einer Mission beauftragt, die einzelnen Leylinien nun auszurichten und die Anhänger von Xivo Arad aufzuhalten. Dank deiner Bemühungen hat sich mein Zirkel wieder zusammengefunden. Sobald der blinde Quell bereit ist, wird das Ritual zur Exorzierung von Savatuns Wurm beginnen. Die Schar stört die Ausrichtung des blinden Quells. Richte die Leuchtsignale neu aus, um das Leyliniennetzwerk zu aktivieren. Die Leylinien vibrieren mit Energie. Es ist alles bereit. Habt ihr das erledigt? Werdet ihr nun teleportiert zu der Brücke, die letzten Monate aufgebaut wurde, und dort müsst ihr dann Stellung halten. Sieh zum Himmel auf, Hüter! Lausche dem Gebrüll der Wurmgötter! Nach Jahrtausenden unstillbarer Zerstörungswut sind sie gegen meine Vergeltung machtlos! Dies ist Xivu Arads letzte Chance, Savatun zu ergreifen. Sie entsendet alle vor Ort verfügbaren Truppen zur Säule. Benutze die Teleporter, um so schnell wie möglich zu uns zu stoßen. Korsarinnen, zu mir! Lasst euch zum Eingang zurückfallen! Haltet diese Stellung bis zur letzten Soldatin! Für das Riff! Hüter, aufgrund der aktivierten Leylinien strömen Xivu Arads Truppen aus der Aszendentenebene hervor! Wir werden überrannt. Durchbricht die Reihen der Schar. Verstärkung ist eingetroffen. Sammelt euch, Riffgeborene. Nachdem die Stellung erfolgreich gehalten wurde, müsst ihr nun nach innen kommen und die Königin und deren Tekkiens bei dem Ritual verteidigen. Hüter, begib dich zu uns. Das Ritual wird gleich beginnen. Hallo, Liebling. Osiris bewunderte deine Geduld, doch auf mich wirkst du nervös. Hast du Zweifel? Zweifel sind nützlich, aber zweischneidig. Lass dich nicht vom Weg abbringen. Tja. Lass ihn in Ruhe und halte deine Versprechen, oder er wirft dich Xivu Arad zum Fraß vor. Und dann würde sie auch euch verschlingen. Warum müssen wir uns bedrohen? Ich mache nur meine Haltung klar. Es ist Zeit. Ilaya, Ciari, Austin und Savatun. Wir sind Schwestern der Stunde, durch Schicksal gebunden. Öffnet euch eure Bande. Werdet eins. Verbannt den Parasiten aus unserem Kollektiv. Dieser Moment ist nur ein Zündholzstrich. Das Feuer, das wir entfachen, wird lange brennen. Seid bereit. Eine große Zahl von Xivu Arads Streitkräften nähert sich unserer Position. Schützt die Königinnen! Niemand kommt hier rein!
Ziborats Truppen nähern sich deiner Position. Verteidige Königin Mara und die Tekkians, bis das Ritual vollendet ist. Ja, und dann ist es soweit. Die Zeit rennt euch davon. Ich spüre, wie meine Schwester euch anvisiert. Deine Familie ist außergewöhnlich beharrlich. Nicht beharrlicher als eure. Mein Bruder hat jahrelang für den Pfad gebüßt, den du ihn hast gehen lassen. Endlich wird Gerechtigkeit getan. Möge das hier das Ende sein. Pläne sind immer heikel. Zwei Leute können für dieselben Ereignisse völlig andere Enden vorhersehen. Ich wurde ausmanövriert. Und Savathun ist mir entglitten. Ich war mir sicher, dass mein Pfad ans Ziel führen würde. Aber Änderungen sind nur Umwege. Nur mit Ausdauer erreicht man sein Ziel. Es wird immer Rückschläge geben. Vergiss beim Klettern niemals den Gipfel. Nachdem der 14. Heilige Osiris in euren Turm gebracht hat, haben meine Tekkians seine Identität überprüft. Savathun hat Wort gehalten. Und sie entkam nicht ohne Verluste. Ich habe ihren Wurm. Er wird uns viele Einsichten liefern. Der Fluch der träumenden Stadt kann gebrochen werden. Geh nach Hause, Hüter. Bereite dich auf das Unvermeidbare vor. Osiris lebt. Ich danke dir, Freundin. Savathun wollte ihn begraben, wollte mit ihm als Währung handeln. Sie
trug sein Gesicht und sprach mit seiner Stimme, doch es waren nicht seine Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hexenkönigin Wort hält. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Er schläft. Ohne das Licht ist es schwer zu sagen, ob er sich erholen wird. Aber er ist sicher. Ich brauche Zeit, Hüter. Ich werde mich um Osiris kümmern. Wenn er aufwacht, soll er als erstes mein Gesicht sehen. Vielleicht scherze ich dann, dass wir jetzt quitt sind. Savathun hat viele Feinde. Aber sie kennt den 14. Heiligen noch nicht. Wir finden sie. Und diesmal wird sie es sein, die begraben wird. Ja, und hier stehen wir halt nun. Wir haben Osiris lebendig zurückbekommen. Nur, wie ich schon in meinem einen Video sagte, denke ich mal, dass er nach dieser Tortur nicht mehr der gleiche sein wird, da er die ganze Zeit mit Savathun eins war und sie ihm bestimmt die ganze Zeit zugeredet hat und so viel auch miterlebt hat. Und sie ist jetzt weg. Und vor allen Dingen ist die Frage, wie bekommt sie das Licht? Oder hat sie das Licht jetzt schon bekommen? Ich denke mal, das werden wir dann nächste Woche erfahren. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Abonnieren wäre auch sehr nice. Würde ich mich sehr freuen. Und das war's dann von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Schön Eisenbanner spielen. Noch die Mats alle zusammen sammeln. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, auf Twitch am 22. Ciao, ciao.